Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rise of the Tomb Raider. Ja, in der letzten Aufnahmesession, sage ich mal, in den letzten vier Folgen hatten wir ja neue Geschichte, Blutsbande, gespielt und haben da natürlich noch einiges über Laras Hintergrundgeschichte, Familie, Dingsbums, herum erfahren. Und ja, hier haben wir noch eine neue Expedition, Laras Albtraum. Ich habe mal kurz reingeschaut. Sagen wir so, es wäre verkehrt, wenn ich es nicht aufnehmen würde. Andererseits ist es halt, ja, wie es schon ansteht, nochmal im Craft-Anwesen, aber es ist halt cooler. Es ist ähnlich wie Blutsbande, nur halt in einem Albtraum-Szenario, sagen wir mal. Also, es ist sehr interessant. Ich habe mal ganz kurz mal reingeschaut und ich habe es zwar verkackt, aber kann man sich mal angucken. Deswegen gehen wir da jetzt einfach mal rein. Modus Laras Albtraum behalte ich mal bei. Schwierigkeit ist normal. Nur fortfahren. Herausforderung wählen. Ja, das ist mehr so kompetitiv ein bisschen, aber schließen Sie den Level ab, ohne Schaden zu nehmen. Erleiden Sie C. Hier liegen 10 Feinde mit einer Schrotflinte, ohne Selbstschaden zu nehmen. Schauen Sie in der Kill-Serie von 8, hier liegen 10 Feinde mit Nahkampfexekution. Exekutieren Sie 10 Feinde durch Kopftreffer mit einer Pistole. Ich glaube, das ist was das. Ach, das sind alles die Herausforderungen, okay. Ich werde wahrscheinlich keine einzige davon schaffen, also. Ja. Fortfahren. So, jetzt gibt es hier so Kartenslots. Ich hatte ja mal im Markt. Ich hatte gar nicht nachgedacht. Ich habe hier so ein paar, Möglichkeiten, da irgendwie Karten reinzupacken, die halt irgendwelche Boni bringen oder nicht. Und halt, dass man dann halt noch mehr Münzen dafür bekommt und so ein Zeug. Und ehrlich gestanden, ich brauche das nicht. Letztes Mal ätzend habe ich einfach mal höchste Bonus reingeklatscht, das heißt, du hast keine Munition und was du dich alles für Kackkarten hast, das ist einfach nur, ja, weil man besonders geil sich fühlen möchte, deswegen machen wir einfach Spiel starten ohne irgendwelche nervigen extra Special-Karten. Das ist, für Leute, die halt, ein bisschen kompetitiv oder halt wettstreitmäßig dieses Level bestreiten möchten, um sich mit ihren Freunden oder der Welt zu messen. Also, was, wo ich mir denke, so, why? Es geht mir darum, das an sich, das Level an sich zu spielen. Das sieht nicht sehr vielversprechend aus. Ja. Jetzt kennt das ja, Ladebildschirm auf Doom. Weil ich es ja auf die Festplatte verschieben musste. Dauert das Ganze ein bisschen. Naja, machst du nix. Oh, Alter, ich hab mir die Zunge gebissen. Und vorne an der Spitze. Das ist echt nervig mit dem Reden, wenn du beständig hier gegen die Rückseite der Zähne oder so kommt, das kann schon oft passieren, wenn man normal redet, das merkt man sonst gar nicht. Und jedes Mal tut das ein bisschen weh, das ist halt echt ätzend. Ich glaube, das geht morgen mal wieder weg. Rise of the Tomb Raider, Lara's Nightmare. Ja, zerstören Sie Schädel der Wut, um Endboss herbeizurufen. Yay! Ich habe ehrlich gestanden keine Ahnung, wie sneaky peaky man da vernünftig vorgehen kann, weil ich war beim ersten Mal einfach nur so, what? Ja. Also dieser Kreis da oben, der erzählt mir gerade versaute Geschichten, das glaubt ihr gar nicht. Er hat Zauberstück hinter den Ohren, der Kleine hat ein V-Stück hinter den Ohren, du. Heieiei. Lara, ich bedauere, dass du mir in dieser Angelegenheit keine Wahl lässt. Ich werde nie zulassen, dass du dich wieder auf dem Anwesen einlistest. Wenn du bleibst, ergeht es dir wie deinem erbärmlichen Vater, wie meiner armen Schwester. Ich werde den Namen Croft zu Staub zerstampfen und ruinieren.
ihn vom Angesicht der Erde tilgen. Jetzt ist es zu spät für dich. Easy. Na los, wach auf, Laura. Das geschieht nicht wirklich. Kann ich die Lampe ausmachen? Nicht. Okay, wir haben 14 Schuss. Okay, man wird irgendwo random gespawnt. Jetzt bin ich nämlich woanders gespawnt. Ihr seht das. Alles klar. Herausforderung gescheitert. Feuerball. Die Kacke ist halt, du hast halt absolut keine Items, nichts. Ich hab auch keine Ahnung, wo ich diese... Zerstöre ich die? Aua! Alles klar, ich habe keine Waffe mehr. Ich habe keine Ahnung, wie ich diese Schädel zerballern soll. Und diese Viecher sind hinter mir her. Wenn wir diese Kacklampe nicht ausmachen, die verrät einen voll. Alles klar. Autsch. Ohne Munition bist du halt echt gearscht. Ich habe halt auch keine Ahnung, ich sehe halt auch nichts. Das Q-Ding funktioniert nicht. Ach du Kacke. Au. Autsch, erstmal zerfetzt. Ja, ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ob man das irgendwie sneaky peaky machen kann. Das ist ein Albtraum. Das ist nicht echt. Okay, diesmal spawnen wir hier unten im Keller. Wir haben keine Waffen, wir haben keine Equip, wir haben streng genommen gar nichts. Wir haben auch nicht wirklich Sachen, die hier rumliegen. Und ich habe keine Ahnung, wie man diese Schädel der Wut zerstören soll. Einfach drauf, weil das ist ja anscheinend nicht. Okay, wenn sie nicht rot sind, haben sie uns nicht gesehen. Okay. Man kann sie von hinten umbringen. Oder auch nicht, wenn sie einen gesehen haben. Da ist sie mit der Bombe unterwegs.
Hast ja auch nicht wirklich Möglichkeiten, groß dich zu verstecken, weil du bist immer... Du bist immer irgendwie in irgendeinem Gang, wo von allen möglichen Seiten die Leute kommen können. Alles klar, tschüss. Ich bin weg. Die scheinen hier unter nicht folgen zu können, okay. Das Doofe ist, wir haben nicht sehr viel Munition und viel rumliegen tut ja auch nicht. Immer noch keine Ahnung, wie diese Schädel der Wut zerschrotten soll. Oder irgendwie, wenn man es draufballern muss, oder wie das funktionieren hat. Kaboom. Fuck! Ach Gott, Alter, du hältst doch kaum was aus. Es ist mega anstrengend, das Level. Das ist ein Albtraum. Das ist nicht echt. Alles klar. Nahkampf funktioniert. Die Viecher droppen Munition. Ein Schlüssel. Ich brauche einen Schlüssel. Alles klar. Schlüssel wird besorgt. Dafür. Schlüssel. Ich brauche einen Schlüssel. Ist das derselbe Schlüssel, wie den wir schon mal gefunden hatten für die Ecke? Der war ja in irgendeiner Kiste hier oben. Alles klar. Kann man auch irgendwie Schalldämpfer oder sowas finden? Kann es sein, dass es schwieriger wird, wenn die einen sehen? Alles klar.
Alter, ist das viel schnell. Okay, also wenn wir schießen und die Viecher aufwecken, spawnen mehr. Wach auf, Lara. Das geschieht nicht wirklich. Und die Schädel der Wut, wie soll ich die zerstören? Alles klar, das funktioniert nicht. Diesmal ist hier unten aber kein Dings, kein Schädel. Okay. Und ganz kapiert habe ich das noch nicht. Wie der Hase hier läuft. Wie diese Schädel der Wut zerschrotten soll, weiß ich auch nicht. Ich vermute, je mehr ich davon kaputt mache, je schwieriger werden auch die Gegner nach und nach. Ja, okay, man muss mir was draufballern. Du wächst nur meinen Zorn, Kind. Dachte ich mir schon. Je mehr wir davon platt machen, je schwieriger wird's. Alles klar, okay. Die Viecher sind nicht gerade die hellsten. Okay. Ein Schlüssel. Ich brauche einen Schlüssel. Okay. Man kann so gefahrlos hinlaufen und sie exekutieren anscheinend. Ich muss einen Schlüssel finden.
Sind zwar nicht schnell, aber sie spawnen halt ständig. Alles klar. Schlüssel. Ein Schlüssel. Ich brauche einen Schlüssel. Ja, gut. Schlüssel wäre schon mal nicht schlecht. Okay, Karte haben wir auch keine. Oh, das wird anstrengend. Tschüss. Das ist aber die Frage, wo wir den Schlüssel herkriegen. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo der sein soll. Okay. Hier scheint nichts zu sein.